Yo, was geht YouTube? Ich heiße Marvin. Nein, Spaß beiseite. Yo, was geht YouTube? Hier ist euer Love My Twix. Back in Biz und heute auf dem Paradise Clan Kanal. Und ja, ich bin auch wieder am Start. Und heute im Hintergrund haben wir eine 66er Gun Streak mit der Gorgone. Er spielt, ich glaube sogar Solo. Dürfte die World Highest Gun Streak sein mit der lieben Gorgone, mit dem lieben LMG. Von niemandem anderen als der LMG-Legende höchstpersönlich, unserem Member Detlef, aka dem Niklas. Props an dieses Gameplay. Schaut in der Beschreibung auf seinen Link, klickt da drauf und lasst ihm einfach ein Abo da. Er bringt gute Black Ops 3 Videos, also wenn ihr auf gute BO3 Gameplay steht, könnt ihr auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Und ja, was habe ich so ein bisschen als Thema mitgebracht? So, ja, jetzt nach Weihnachten wollte ich euch mal so frohe Weihnachten wünschen. Einen guten Rutsch, wollt so wissen, was ihr alles geschenkt bekommen habt, und da rede ich natürlich auch so ein bisschen, so wie mein Weihnachtstag so generell war. Nächstes Mal kommt von mir auf Facecam. Ich muss sagen, meine Haare sind heute übertrieben scheiße, aber ich will das Video jetzt gerade aufnehmen, weil ich gerade Zeit habe, weil ich Bock habe, hört ihr vielleicht auch schon. Und ja, deswegen nehme ich das Video jetzt einfach auf und ihr seht dann nächste Woche, in zwei Wochen, auf jeden Fall noch in den Ferien, seht ihr auf jeden Fall noch ein Facecam-Video von mir. Weil das muss ja noch kommen, weil wir da damals 45 Likes geknackt haben oder so. Ich hatte 30 Likes vorgegeben. Dann kam, dann würde das Facecam-Video kommen. Und ja, so kam's. Wir haben die Like-Anzahl geknackt. Und deswegen bin ich noch verpflichtet, hier ein Facecam-Video zu machen. Und das wird dann auf jeden Fall auch kommen. Genug dazu. Ich rede über meinen Weihnachten. Wir haben ganz gemütlich mit der Familie verbracht. Bisschen gegessen, vorher in der Kirche gewesen. Also, und danach gegessen und danach Bescherung. So wie es bei den meisten läuft. Kirche geht vielleicht nicht jeder, aber wir waren es natürlich. Und ja, gechillte Weihnachten. Die Weihnachtsnoobs sind jetzt auch am Start. Wir haben auch ultra krasse Gameplays erspielt. Der Cloud hat ein ultra krasses Gameplay noch. Ich habe noch zwei krasse Gameplays auf Lager. Der Oscar hat noch ein krasses Gameplay. Und der Detlef hat ja sowieso richtig starke Gameplays auf jeden Fall. Unser Nuketown MLG Profi. Ich weiß nicht, was ich zu dem Typen noch sagen soll. Einfach eine Legende. Peter Crouch. Er ist einfach unsere Peter Crouch Legende. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch natürlich auch. So zurückblickend auf das Jahr 2015 kann ich sagen, der Clan Channel ist gut gewachsen. Wir haben neue Member gewonnen. Wir haben neue Kommentatoren Leader. Wir haben neue Gameplayer-Spieler, wir haben neue Kommentatoren, wir haben uns verbessert, wir haben unsere Abonnentenzahl ist gewachsen. Wie auch immer, ich könnte jetzt alles aufzählen, wir haben uns in allem verbessert, alles ist besser geworden, alles ist größer geworden, alles ist schöner geworden, wir haben neue Designs und so. Also schaut auch bei den Designern vorbei, die hier auch gute Arbeit leisten. Für die Intros, für die Kanalbanner, für die Kanalprofilbilder, für die Avatare, für jeden Member. Auf jeden Fall, das Jahr 2015 lässt sich auf jeden Fall gut ausklingen auf unserem Clan-Channel. Und ich bedanke mich im Namen vom ganzen Clan, auch als Kommentatorenleader. Wisst ihr ja, suchen wir noch ein paar Gameplayer-Spieler, weil es können ja nicht nur Gameplays vom Detlef, mir oder den anderen kommen. Wenn ihr ein geiles Gameplay habt, dann könnt ihr mich natürlich auf Skype anschreiben. Der Name wird natürlich auch in der Beschreibung sein. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Es ist alles besser geworden, natürlich auf dem Clan-Channel. Und bei den Designern vorbeischauen für die krasse Arbeit 2015. Abschließend kann man sagen, das Jahr 2015 war für unseren Clan-Channel wie auch für mich auf YouTube richtig krass. Wir haben viele Abonnenten gemacht, ich habe viele Abonnenten gemacht und habe mich jetzt letztendlich dazu entschieden, eher FIFA-YouTuber zu werden. Aber das hält mich natürlich nicht auf, Gameplay-Leader zu sein in diesem Clan, weil dieser Clan ist echt krass im Moment. Wir chillen jeden Tag auf dem Teamspeak. Echt eine klasse Clan-Chemie. Wir chillen immer alle auf TS. Mindestens 4-5 Leute immer am Tag. Also da ist auf jeden Fall gute Chemie am Stissel. Wir spielen auch mal FIFA gegeneinander. Und ja, deswegen habe ich mich auch entschlossen, einen FIFA-Kanal zu machen. Jetzt noch nebenbei. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, falls ihr FIFA-interessant seid. Und das, ich denke, das war's dann auch schon. Schaut natürlich beim Detlef vorbei für das krasse Gameplay. Ich will es nicht so lang halten, damit ihr das Gameplay schön kompakt zusammengeschnitten kriegt. Und ja, falls ihr das ganze Gameplay sehen wollt, dann schaut ihr einfach beim Detlef vorbei. Und ich würde sagen, das war's so mit dem kleinen Rückblick über meine Weihnachten und sowas. Und ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da.
und freut euch auf das Facecam-Video in 2016, auf das FAQ. Ich denke mal, das werden wir verknüpfen, Facecam-Video und FAQ. Dann haben wir zwei in einem geschlagen, weil der Silvan hat ja auch das FAQ angekündigt. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, lasst eine positive Bewertung da und vielleicht ein nettes Kommentar. Ich bin raus, haut rein und Servus.